Wir wollen nun beginnen mit einer kurzen Meditation mit einigen Texten und christlichen Gebeten. Der Friede des Herrn sei mit euch allen. Wir verbinden uns mit allen, die um den Frieden in der Welt bitten. Ich singe Ihnen nun das Lied vor, oder wer möchte, kann es auch mitsingen. Verleih uns Frieden gnädiglich. Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unseren Zeiten. Es ist doch ja kein anderer nicht, der für uns könnte streiten. Denn du, unser Gott alleine. Wir hören aus der Bergpredigt die Seligpreisungen. Im 5. Kapitel. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmel. Als Christen beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط آمين. Ich darf Sie herzlich von der Marienkirche begrüßen. Es heißt in der Heiligen Schrift, der Engel kam zu Maria. Das ist sozusagen der Anfang des christlichen Kapitels der Heilsgeschichte. Und es ist schön, dass der Engel der Kulturen heute auch zur Marienkirche kommt. Wenn ein Engel kommt, dann muss man sich in Bewegung setzen. Das haben wir eben gemerkt auf dem Weg. Der Engel zieht voran und da muss man mitlaufen. Dann reicht es nicht, irgendwo rumzustehen. Da heißt es, ab, jetzt geht's los. Wenn wir heute den Engel der Kulturen hier begrüßen, dann ist das so ähnlich. Wir könnten ja auch sagen, och, ob uns die Ökumene interessiert, müssen wir mal gucken. Ob uns der Islam interessiert, müssen wir mal schauen. Ob wir was für den Frieden tun wollen, werden wir mal irgendwann drüber nachdenken. Nein, der Engel der Kulturen ist da, der kommt jetzt. Und jetzt bewegt man sich, wenn man sich auf Gott einlassen will, oder man lässt es bleiben. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass auch das eine Aussage ist.
Wir haben uns hier versammelt, um Gott zu danken, dass er auf vielfältigste Weise uns Menschen seine Liebe sichtbar macht. Wir sind einzigartig, unvergleichlich, exklusive Anbieter. Wir haben reichlich zu verlieren, wenn wir euch jetzt nicht angehen und ausprobieren. Sein, wie wir wirklich sind und bleiben. Wir wollen uns nicht verbiegen. Ein besonderes Dankeschön euch von der Jordan-Mai-Schule, dass ihr hierher gekommen seid, den weiten Weg von Zwickel, um dabei zu sein, wenn, ich sag mal ganz spitz, wenn euer Engel der Kulturen heute durch die Stadt geht. Ich danke Ihnen, die Sie hierher gefunden haben, aber noch mehr danke ich Ihnen, wenn Sie jetzt noch weiter mitgehen. Denn unsere nächste Station steht an. Jetzt geht's zur Moschee in die Wielandstraße. Der Pastor Overbeck führt jetzt den Weg an und wir schließen uns an. Hiermit begrüße ich Sie herzlich zu unserer Moschee-Gemeinde im Rahmen der Engel der Kulturen, die alle Weltreligionen miteinander verbindet. Sie verbindet nicht nur die Weltreligionen miteinander, sondern und Menschen, die von demselben Schöpfer erschaffen worden sind. Wir bedanken uns bei allen Beteiligten und Organisatoren eines solchen Projektes und verbleiben mit Gottes Segen. Herzlichen Dank. Yücedim döne döne, umudum hep o güne, giderken o düğüne, gülsem Mevlana gibi. Giderken o düğüne, gülsem Mevlana gibi, sahilimi kaldırdım, son elimi daldırdım. Kalbe indirdim, döndüm Mevlana gibi. Her deryana aşk versin, şems gibi yoldaş versin. Canlar kemale ersin. Elimi kaldırdım, sol elimi daldırdım. Dilim kalbe indirdim, döndüm Mevlana. Çok seviyorum Allah'ım, sen ganisin, sen rahimsin, sen kerimsin Allah'ım.
gül aldım elini, görmem için göz verdin. Koklamaya burnumu, tutmam için el verdin. Bir gül aldım elime, görmem için göz verdin. Koklamaya burnumu, tutmam için el verdin. Teşekkür ederim Allah'ım, seni çok seviyorum Allah'ım. Teşekkür ederim Allah'ım, seni çok seviyorum Allah'ım. Sen ganisin, sen rahimsin, sen kerimsin Allah'ım. Sen seversin, sevilirsin, sen tek birsin Allah'ım. Sen ganisin, sen rahimsin, sen kerimsin Allah'ım. Sen seversin, sevilirsin, sen tek birsin Allah'ım. Anneciğimin sesini duymaya kulak verdim, ondan dua öğrendim, söylemeye dil verdim. Anneciğimin sesini duymaya kulak verdim, ondan dua öğrendim, söylemeye dil verdim. Teşekkür ederim Allah'ım, seni çok seviyorum Allah'ım. Teşekkür ederim Allah'ım, seni çok seviyorum Allah'ım. Sen ganisin, sen rahimsin, sen kerimsin Allah'ım. Sen seversin, sevilirsin, sen tek birsin Allah'ım. Sen ganisin, sen rahimsin, sen kerimsin Allah'ım. Sen seversin, sevilirsin, sen tek birsin Allah'ım. Teşekkür ederiz Allah'ım, seni çok seviyoruz Allah'ım. Teşekkür ederiz Allah'ım, seni çok seviyoruz Allah'ım. Im Namen Allahs, das Erbarmers des Barmherzigen. Lob sei Allah, dem Weltenherrn, dem Erbarmer, dem Barmherzigen, dem Herrscher am Tage des Gerichts. Wir dienen wir und zu dir rufen wir um Hilfe. Leite uns den rechten Pfad, den Pfad derer, denen du gnädig bist, nicht derer, denen du schönst und nicht der Elenden. Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, und dass ich Kummer bringe, Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste, nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der wacht zum ewigen Leben. Amen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn ihre ist das Himmelreich. Is that my knee, Mensch, ja? Wie köstlich Wasser merkt man erst, wenn man durstig ist. Ja, wenn man selbst auch mal so durstig ist. Oder so. Nicht wahr?
Wenn man groß ist. Die Gemeinde sieht nicht groß. Du musst es doch. Ja, Thank you.